und herzlich willkommen, liebe Nachbarskinder. Hier ist er wieder, der alte Onkel Kreis, der perverse alte Nachbarsjunge. Der schaut euch in die Schlafzimmer, also nehmt euch in Acht. Willkommen zurück zu Hello Neighbor Alpha 3. Wunderschön. Ich nehme Kleber und werfe Kleber gegen sein Haus. Guck mal, wenn ich jetzt da oben Kleber reinschmeiße. Ich mach... Oh, Alter, hab ich mich erschrocken. Alter, hab ich mich erschrocken. Ich wollte doch nur Kleber werfen. Alter, Milch. Oh, Cup Noodles. Oder was ist das hier? Oh, China Food. Hallo, schönen guten Tag. Hallo, ich liefere Essen. Hallo. Essen liefern. Essen liefern. Chicken. Chicken. Okay. Chicken. Jetzt gehen wir mal hier lang. Ich hab nämlich... Oh, da... Scheiße, da war er schon, oder? Ich geh mal da rein. Chicken? Oh. Ich hatte ein bisschen Angst gehabt. Ich schleich mal hier um die Ecke. Oh, wo ist er denn hin? Ist der da hochgegangen? Oi. Jemand da? Jemand zu Hause? Oh, oh, ja, er ist hier oben. Scheiße. Ah, da, oh. Ah, da kriege ich mal ein bisschen Entenhaut, wenn er mich hier angreift. Das ist ekelhaft. Ich will eigentlich meine Personal-Space-Zone behalten. Ich habe das jetzt mal hier. Mir wurde ein wunderschöner, netter, freundlicher, überaus ja, zuvorkommender Tipp gegeben. Ne? Manchmal, ihr schreibt ja nicht nur Müll. Der ein oder andere von euch schreibt ja auch mal was Schönes. Und... Naja, eigentlich habe ich auf meinem Kanal den Vorteil, dass hier viele Leute noch relativ positiv gestimmt sind. Wo ist er denn? Jetzt kommt er doch schon, oder was? Hallo? Wo denn? Wo ist er denn? Ach, da hinten. Oh nein! Er hat mich mit seiner DNS beworfen. Ich will nicht... Ich habe einen Sperma am Fuß. Vor allen Dingen eins. Ah, keine Chance. Was willst du tun? Hör, komm her. Ich schmeiß einen Karton in dein Gesicht. Wir haben keine Angst vor dir. Wir... Oh, ausgewichen. Vielleicht habe ich doch ein bisschen Angst. Hä? Was willst du tun? Er hat keine Chance. Seht, wie er läuft. Seht, wie er läuft. Hä? Los, komm her. Bam. In dein Gesicht. Ach, der Apfel interessiert dich jetzt nicht, oder was? Krieg ich einen kalten Schulterblick. Schön, schön, dass du so ein toller Typ bist. Scheiße, ey, wir waren oben. Aber ob es da oben was Neues gibt, das ist auch wieder eine andere Frage. Ich glaube nämlich, der hat hier drin... Ich glaube, ich gehe mir jetzt als allererstes schnappen wir uns jetzt hier die altbekannte Taschenlamp. Open! The Lopen! Mal auf! Okay. Okay, okay. Toaster! Toaster! Okay. Was wollte ich eigentlich sagen? Ach so, weil ihr ja tolle Sachen schreibt, hat mir einer einen guten Tipp gegeben. Ich hab's jetzt einfach mal, mein ganzes System, ich hab einfach alles so hell gestellt, dass meine Augen angefangen haben zu brennen. Und jetzt kann man hier... Was war das? Oh. Ich hab's Bild runtergeschmissen. Oh, oh ey, dieses Gewitter, es regt mich auf, ne? Was ist das hier? Guck mal, ich wollte eh schon mal gucken, wo dieses Kabel lang geht. Ja, ja. Jetzt wird er mich rapen, aber ich will wissen, wo das Kabel hingeht. Es geht hier rein. Okay. Wo ist er? Ah, der sieht jetzt auch meine Taschenlampe, ne? Der ist super schlau geworden. Nach da hinten läuft er. Ah, kacke, jetzt hätte ich eigentlich reinrennen müssen. Hallo? Hallo? Herr Nachbar? Ich wollte nur Essen liefern. Essen liefern. Ah, guck mal. Essen liefern. Chicken. Okay. Okay, okay. Jetzt gehe ich einfach in sein Scheißhaus rein. Ob er mich sieht oder nicht. Oh nein, hier wollte ich gar nicht lang. Hier ist doch zu. Ist doch alles zu. Kreis, was machst denn du? Aber ich habe ja diesen Generator jetzt angeworfen. Wenn er jetzt draußen spazieren geht, dann gehe ich jetzt hier rein. Und dann gehe ich hier hoch. Oh, da ist aber eine Tür. Das Bild. Apfel... Schlüssel. Hä? Apfel? Alter, hier hat doch einer geklopft, oder? Hat hier doch... Da oben ist noch eine Tür? Hä?
Okay. Wo hat denn der feine Herr den Schlüssel? Was ist das denn hier? Ist das open? Hallo, hallo? Offen. Was ist das? Wieso geht... Da ist ein Hebel. Da ist ein Hebel. Und was ist das da? Oh nein! Nein! Ich wollte zoomen! Meine Tal... Oh nein! Wieso? Ich will meine Taschenlampe wieder haben! Mano, scheiße! Kreis! Kreis, wieso tust du das? Alter, was ist denn... Ist dann... Das ist ein Ab... Oh, oh. Ha, ha, ha! Nichts passiert! Oh nein, ey, der kommt doch jetzt sowieso hier hin. Oh! Nichts passiert! Ich mache hier gar nichts. Ich war nur auf der Suche nach einer Toilette. Und hier ist dieser Schrank. Und in diesem Schrank mag ich jetzt wohnen. Hallo? Okay, er ist noch nicht wieder da. Ein Mann ohne Taschenlampe. Gegen einen anderen Mann ohne Taschenlampe. Mir wurde auch noch gesagt, dass jetzt hinter dem Haus irgendwo soll ein Magnet sein. Allerdings wurde mir nicht gesagt, wofür dieser Magnet zu gebrauchen ist. So, hier ist eigentlich auch mal wieder gar nichts, ne? Kann ich hier die Heizung aufdrehen und ihn ein bisschen ärgern? Wahrscheinlich nicht. So, jetzt wird er hier gleich wieder irgendwo um die Ecke kommen und mich erschrecken. Aber ich will erstmal alle seine Schubladen looten hier, ein bisschen reinrapen. Hier brauche ich eigentlich gar kein Licht. Was ist das? Was ist das? Hier ist der Apfel. Was ist mit diesem Apfel? Steckt da eine Zigarette oben drin? Hier ist noch ein Apfel. Kann ich den essen? Und noch eine Taschenlampe. Neben seinem Bett hat er auch keinen Pornoschlüssel mehr. Badezimmer. Ist auch noch eine Taschenlampe. Taschenlampe gibt es ja hier viele, ne? Oh oh. Ah! Lass mich! Lass mich! Ich hau ab! Oh nein, ich gehe hier nach oben! Apfel! Apfel! Hm. Okay, das hat schon mal nichts gebracht. Aber was hat das denn hier zu bedeuten? Der Apfel ist der Schlüssel? Oder hat er... Nee. Ah! Arsch! Hier lag doch vorhin so ein Apfel, den habe ich ihm an den Kopf geworfen. Okay, jetzt ist die Frage. Vielleicht. Also ich komme. Ich habe eine Treppe im Haus. Und diese eine Treppe im Haus. Hä? Der Wichser hat da eine Kamera aufgehängt. Und irgendwo hinter irgendwelchen Latten oder so soll... Ah, hässlich! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Er hat mich wieder angerollt! Gewitter auch noch! Leute, was ist hier los? Ich komme gerade von der Arbeit. Warum ist das so? Ach, gucke mal. Da. Hallo? Oh. Ihh! Er wollte mich schon wieder mit seiner DNA bewerfen. Du Lümmel, du! Haha! Habe ich hier noch irgendwas im Inventar, was ich ihm an den Kopf werfen kann? Apfel. Ich wollte mal gucken, ob er den Schlüssel wieder an der Hose hat. Ne, beim letzten Mal hat er ja draußen immer seine Fitnessübungen gemacht. Und naja, den Rest kennen wir alle. Ich hoffe, es ist jetzt... Ey, hallo, jetzt ist doch aber mal gut, ne? Mm.
Nee. Nee. Ah, da war gar keiner. Fail. Der hat mich gar nicht gefangen genommen. Was kann man denn hier? Gibt's hier noch was? Am Auto vielleicht? Komm, mach mal auf. Ey, Junge. Ich hab nix gemacht. Ich hab nur hier vorne den Garten geschissen, oh. Das ist, damit die Rosen länger leben, mein Freund. Wo geht der hin? Was macht der da? Du kannst mich nicht sehen, denn ich versteck mich hinter einem roten Auto. Nein, nein. Wo ist er jetzt hin? Ist er da lang? Geht er jetzt Fernseh schauen? Geht er jetzt Fernseh schauen? Ich weiß es nicht. Er ist aber auf jeden Fall hier nach rechts gegangen. Ah, guck mal. Was ist das denn? Kann ich hier was... Also der Tisch reagiert, aber... Also, aber nicht so, wie ich das gern hätte anscheinend. Hä? Okay, hier ist nichts. Oh nein! Ich bin der Koch! Ich bin der Koch! Lass mich! Ah. Hauptsache, ich schmeiß nicht wieder meine Taschenlampe weg. Hä? Was ist passiert? Ich wurde von irgendwas weggestoßen. Wart ihr das? Habt ihr mich gestoßen? Alter, wie weit es rollt! Apropos, wie weit es rollt, wollen wir mal kurz schauen, wie weit wir hier überhaupt gehen können? Vielleicht gibt es da irgendwas Geiles im Nachbarhaus. Ne, es sieht nicht so aus, als wenn man hier rein kann, oder? Ne, nicht wirklich. Ich bin der neue Nachbar und du bist doof. Aber guck mal, was ist denn damit? Das muss ich das irgendwie runterfahren hier oder was? Oder kann ich da? Ich höre hier irgendwelche Sachen. Ist da einer drin? Okay, Leute, ihr wisst Bescheid, in the neighborhood geht gar nichts. Ich wollte einfach nur mal schauen. Tut mir leid, wenn ich da jetzt wieder von unserem Hauptthema abgewichen bin. Ja, scheiße, wie komme ich denn jetzt? Hier im Wohnzimmer war doch eigentlich auch nichts, oder? Ich mal von hier rum. Die Kamera hat mich, glaube ich, gesehen. Der hat hier überall Kameras. Dieser, sagt er. Was ist nun los? Hier ist irgendwas kaputt gegangen. Ah! Okay, er hat mich erwischt. Schade, ich dachte, jetzt ist das Spiel wieder verbuggt und wir können irgendwie ganz viel Schwachsinn machen. Ja. Ja, nee. Keine Ahnung. So, jetzt habe ich ihm auf jeden Fall irgendwo einen Saft abgedreht, oder nicht? Im Fernsehschrank vielleicht? Oh, jetzt kommt er doch garantiert wieder, weil ich den Rasenmäher umgeworfen habe. Da sage ich doch. Geh doch. Du traust... Ey! Ey, Alter! Ey, hallo! Kein Sperma werfen! Junge! Kein Biss! Ich schmeiß den Besen! Das hat weh getan, ne? Besennase! Ey, hör doch auf, mich damit zu beschmeißen!
Bombe! Okay, okay, Augenblick. Ich nehme diesen Besen mit. Housekeeping! Housekeeping! Housekeeping? Housekeeping! Ja, ja. Ja, ja, ist alles gut. So, was mache ich denn nun mit meinem neu errungenen Besen? Ach, der hat jetzt gar... Oh. Alter, hier. Ziehst du rein. Bärenfalle. Und kann ich die nicht aufheben oder auslösen? Ah! Alter, wie hat er mich gesehen? Ich war so leise! Naja. Okay, eigentlich bin ich gar nicht überhaupt gar nicht weitergekommen. Ich habe nichts Neues entdeckt, nichts Neues gefunden. Ich brauche auf jeden Fall einen Schlüssel. Und dann brauche ich noch ganz viel anderen Krams. Okay, aber die Kameras weiß ich ja jetzt, wie ich sie ausstellen kann, ne? Taschenlampe. Nehmen wir mit. Bärenfalle liegt hier direkt vor der Tür. Der Sack hier ist natürlich abgeschlossen. So, dieses Kabel. Das geht da... da rein. Und dann, was ist denn das? Ach so, da kommst du sonst gar nicht hoch, wenn du den... Ja, okay. Aber hier gibt's nichts. Na! Okay, Leute, wenn ihr noch Tipps, Anregungen habt, wie ich vielleicht irgendwie in die zweite Etage komme oder sonst irgendwas Tolles, Neues erreichen kann, lasst es mich gerne wissen. Ich lese so gut wie alles, antworte nicht immer. Aber trotzdem bin ich da. Ein bisschen wie Jesus. Naja, entscheidet selbst, wer euer Jesus ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Reingehauen.